Alexander Goff, kein deutscher Name, ist ein Engländer. Der war englischer Offizier und hat hier die Vermögensverwaltung gemacht und hat nachher als Dankeschön, sagte ich ja, einen Händlervertrag in Seesen am Harz bekommen. Der verkaufte dann Volkswagen und er machte auch Lehrmodelle, Schnittmodelle. Schnittbau hatte der auch in Seesen. Und hier sieht man eben nochmal die Technik. Das ist ein 67er Fahrgestell. Da können Sie sehen, wie auch die Drehstabfederung vorne funktioniert. Da sind diese Federpakete. Das sind mehrere Stähle übereinander, die dann tordieren. Oder hinten haben wir die einfache Drehstabfederung. Da haben wir das Getriebe geschnitten und hier haben wir den Motor. Und da wurde nach der Benzinpumpe gefragt. Hier sieht man dann auch unten die mechanische Benzinpumpe. Die liegt hier unten. Das sind wir. Hier. Die drückt das dann in den Vergaser. Und das ist ja ein luftgekühlter Motor. Sagte ich ja schon, Tatra. Hier wird die Luft angesaugt, wird über die Zylinderbänke, rechts und links sind ja zwei Zylinder, sodass wir vier Zylinder haben. Und dann wird die Luft da drüber geblasen. Und das ist ein Fahrzeug, was serienmäßig das erste Mal eine Warmluftheizung hat. Wenn ich den Hebel hier bediene, draußen aber ist im Moment kalt, nach oben, dann werden die Klappen geöffnet. Durch diese Wärmetauscher gehen Abgase durch. Abgase sind heiß. Die erwärmen dann den Wärmetauscher und Luft, die angesaugt wird über diese Turbine, wird dann nach innen geblasen. So dass Sie aber keine Abgase bekommen. Die müssen Sie aber pflegen. Wenn die durchgerostet waren, hatten Sie eine Abgasinnenführung. Das war nicht gut. Da wird immer geschimpft und Ältere sagen immer, der Wagen, der war durchgegammelt, staubig. Aber man musste die Sachen ja auch pflegen. Wenn Sie sich das mal angucken hier, diese feinen Züge, da müssen Sie immer unter den Wagen kleben und so ein bisschen Öl dran machen, da drunter klettern, damit dann alles beweglich bleibt. Und wie war die Heizung vorher? Sie sagen, der ist aus 70er Jahren. Die gab es schon serienmäßig ab 1938, schon in dem Auto. Als Heizung? Als Heizung, eine serienmäßige Heizung. Und das war nicht bei keinem anderen Auto, auch wenn man so ein Ford kaufte hier im Westen, da musste man die Heizung in den 60er Jahren noch dazu ordern. Das war ja dann eine Warmwasserheizung, aber hier war das serienmäßig. Ja, bei uns war ja so ein Katalytofen. Bei den Prototypfahrzeugen war der Katalytofen auch drin, dass man es warm hatte. Aber das war hier das erste Mal in Serie. Also man hat schon an alles gedacht. Das sollte ein vollwertiger Gebrauchswagen sein. Wir hatten die Getriebe gefertigt. Getriebe hat Kassel gefertigt. Also nicht bei ZF. Nee, keine ZF-Getriebe. Das ist, man hat ja gesehen, dass man sehr vieles indoor macht, also bei sich zu Hause. Ne? Und das ist Kassel Getriebefertigung. Ist das heute noch so? Oder? Ist heute noch so, aber die bauen ja auch ab. Für ein Elektroauto gibt es kein Getriebe mehr. Vorwärts, Rückwärtsgang. Die machen nur noch zwei Zahnräder pro Auto. Ja, das ist unterschiedlich zusammengesetzt, weil hier ist ja offen. Das ist schon eine, das ist die Bremse für die Feststellbremse. Das ist die Öldruckbremse. Am Anfang war das komplett eine Seilzugbremse. Also die ersten hatten Seilzugbremse. Öldruckbremse kam für das Exportmodell in den 50er Jahren, damit der Wagen dann besser steht. Bei einer Seilzugbremse, die Seile längen sich ja unterschiedlich, so dass man dann unterschiedlich auch zum Halten kommt. Das hat man hier also. Ja, und was ich sagte, dass der Mittelrohrträger 2 mm Stahlblech, Bodenbleche sind 1 mm und hier drauf kann die Kübelwagenkarosserie gesetzt werden oder auch die Karosserie von einer Limousine oder auch vom Cabriolet. Später kommen dann auch noch handgefertigte Modelle, die sehen wir gleich auch noch. Wir haben hier eine hohe Bodenfreiheit. Das hat man ja gemacht. Heute sagt man immer, der Wagen muss tief liegen, so 8, 9, 10, 11 Zentimeter, damit die Aerodynamik gegeben ist. Wir haben ja hier, das sind die Sitzschienen, genau. Wir haben ja hier eine gerade nur leicht gesickte Bodenhälfte, damit der Wagen dann über zum Beispiel Stucken rüberrutschen kann, wenn man über schlechtes Gelände fährt. Und man muss sich vorstellen, in den 30er Jahren hat man Sommer- und Winterwege gehabt. Und dadurch brauchte man auch ein Fahrzeug mit einer hohen Bodenfreiheit. Deshalb war auch nicht die Endgeschwindigkeit von so einem Auto
der konnte laut Tacho, konnte der 100 oder 105 fahren. Das war aber nicht das Wichtige, sondern dass er so geländegängig war, dass er eben auch auf dem Land eingesetzt werden konnte. Ja, damals gab es ja auch noch Winter in Wiesn.